Dafür, dass wir im Sommerloch sind, haben wir eigentlich eine ziemlich große Volatilität. Heute ging es zunächst nach oben auf Future-Basis, das gewohnte Spiel mit den europäischen Märkten kommt, dann die US-Futures nach oben. Dann ging es zwischenzeitlich nach unten, als plötzlich der Dollar so stark wurde, die Renditen für eure Staatsanleihen weiter gefallen sind. Dann wurde der Dollar wieder etwas schwächer, die Renditen für Staatsanleihen haben sich etwas erholt und so sind die Märkte dann wieder nach oben gegangen. Aber was auffällt, ist nach wie vor die Schwäche vor allem bei bestimmten Value-Sektoren. Der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, deutlich im Minus. Nach wie vor diese Fokussierung auf die großen Tech-Werte. Nach wie vor sehen wir, dass die Staatsanleihenrenditen deutlich fallen, dass der Ölpreis fällt und irgendwie spielt alles jetzt plötzlich ein anderes Spiel. Die Musik hat sich geändert. Plötzlich ist von Peak Growth die Rede. Man geht also davon aus, dass das Beste abgefrühstückt ist in Sachen Konjunkturerholung. Dementsprechend sind die Finanzwerte schwach, sind Materials schwach, sind Industrials schwach. Also diese normalerweise bei intakter Reopening-Story, bei intakter Wirtschaftsboom-Story wirklich gut performenden Werte, die laufen nicht so richtig gut. Und wir wollen uns mal anschauen, ob das so ein bisschen der Tanz auf der Titanic ist, wo ein paar Dickfische, nämlich die Tech-Schwergewichte, die Musik machen, aber man nicht wirklich merkt, ob da irgendwo ein Eisberg ist, auf den man zusteuert. So hat sich zumindest Sven Henrik heute ausgedrückt, fand ich ein sehr schönes Bild. Sometimes I feel like I'm standing on the Titanic und ich schreie auf der Titanic, Leute, da kommt ein Eisberg, aber keiner hört mich, weil alle tanzen. Wir sehen hier unten, dass die Marktbreite katastrophal ist. Wir kommen da immer weiter runter, es wird nicht besser und normalerweise, so war es in den letzten Jahren, sind das Vorboten für eine Korrektur. Diesmal ist alles anders und noch spielt die Musik, also wird getanzt. Das muss nicht so kommen, es kann aber so kommen. Es wäre zumindest am Beispiel der Titanic vielleicht für den einen oder anderen angebracht, wenn er denn auf guten Gewinnen sitzt, da ein bisschen das Risiko abzusichern, zumindest in irgendeiner Form, ob durch Stop-Loss oder wie auch immer. Jedenfalls sehen wir, da ist technisch eigentlich schon manches im Argen. Wir sehen, dass wir jetzt eine sehr, sehr lange Phase schon ohne Korrektur erlebt haben. Hier die Trading Sessions ohne 5% Korrektur. Man spricht ja von einer Korrektur offiziell eigentlich, wenn die Aktienmärkte 5% verlieren. Wir sind jetzt weit über 160 Tage. Das ist schon einer der längeren Strecken in der Geschichte. 2017 war die längste Strecke damals in der Hoffnung auf die Steuerreform. Da ging es dann immer so ein bisschen nach oben. Da hatten wir kaum Tage, wo es mal 2% oder 1% nach oben ging, sondern so 0,1, 0,2%. Aber es ging eben auch nicht nach unten. Keiner sah einen Grund zu verkaufen. Das sieht scheinbar jetzt auch keiner, weil man sich sagt, naja, noch ist ja die Musik voll intakt. Und der Eisberg wird schon schmelzen, bevor wir auf ihn aufprallen. Das scheint das Mantra zu sein. Warum stören wir uns daran, dass das Beste vielleicht schon abgefrühstückt ist? Wir werden sehen, ob es so ist. Jedenfalls sehen wir doch relativ deutliche Divergenzen. S&P 500 geht weiter nach oben oder ist weiter nach oben gegangen. Wir sehen aber den Russell 2000, diesen Nebenwerteindex schwach. Wir sehen den IPO-Index schwach. Wir sehen die fallenden Renditen für US-Staatsanleihen. Wir sehen, dass nach wie vor Inflation-Protected Treasuries gesucht sind, also die TIPS, die inflationsbesicherten Anleihen. Und wir sehen, dass die Yen-Währungspaare zur Schwäche neigen, respektive der Yen zur Stärke neigt. Das deutet darauf hin, dass die Japaner bereits Geld abziehen und dann wieder in den Yen repatriieren. Der Yen ist ja an sich keine wirklich solide Währung angesichts der Verschuldung der Japaner, aber es ist eben so, dass die Japaner dann, wenn es ihnen mulmig wird, dann ziehen sie Geld raus aus dem Ausland und wechseln dann praktisch die Dollars, meistens sind es Dollars, dann wieder in Yen. Also wir sehen, da gibt es schon einige Geschichten, die da ein bisschen merkwürdig laufen. Insgesamt sehen wir, der Trend zur Passivität geht weiter, immer mehr ETF-Dominanz. Wenn man den S&P 500 als ETF hier abbildet, dann bildet man eine Marktkapitalisierung von 5,4 Billionen Dollar ab im Jahr 2008, also vor 13 Jahren in der Finanzkrise waren es keine Billionen, also es hat sich mehr als verfünffacht. Diese Passivität, diese Indexierung durch ETFs, die fördert natürlich diese ganze Geschichte, die wir derzeit sehen, nämlich dass die Schwergewichte weiter zulegen können. Es sind ja eigentlich die Deflationsassets, die derzeit zulegen. Indem eben eine Apple, eine Amazon sehr, sehr schwer gewichtet sind, das heißt die ETFs, wer Geld in einen ETF steckt, der kauft dann eben auch zu einem sehr hohen Prozentanteil, wenn er den Index kauft, eben Aktien von Apple, von Amazon, wie sie alle heißen, die Schwergewichte, Microsoft,
Also das fördert sozusagen diese Konzentration, diese Ballung, diese Klumpenrisiken, und das ist alles kein Problem, bis es ein Problem ist. Man tanzt auf der Titanic, bis eben die Musik aufhört oder man doch zufällig gegen einen Eisberg trifft. Noch ist es nicht so weit, insofern werden alle so ein bisschen diskreditiert, die sagen, oh, da könnte ein Eisberg sein, oh, Crash-Prophet oder irgendwelche Titulierungen, die da sind. Es ist einfach eine Beschreibung dessen, wie konzentriert dieser Markt derzeit ist und dass diese Konzentration eben Risiken enthält. Darauf, meine ich, sollte man legitimerweise hinweisen können. Wir haben Ölpreis, der weiter abrutscht, wir haben starken Dollar hier. Artikel, den wir heute bei Finanzmarktwelt gebracht haben. Ölpreis, okay, da fürchtet man so ein bisschen, dass die OPEC, naja, machtlos wird, dass da die Vereinigten Arabischen Emirate ausscheren, die schon gesagt haben, ja, dann pumpen wir eben mehr, wir halten uns dann nicht mehr an die Vorgaben, und wenn die OPEC auseinanderfallen würde, das wäre natürlich nicht so schick, aber die Dollarstärke ist eben auch ein Problem, dadurch schon die Schwellenländer sehr schwach. Wir sehen, dass jetzt die 10-jährige Anleiherendite gefragt ist und die Recovery offenkundig nicht mehr so, also diese Wirtschaftserholung, da ist scheinbar doch woanders Attraktiveres zu sehen, wie hier in diesem Bild. Und schauen wir uns mal die Anleiherenditen an, die 10-jährige Staatsanleihe heute unter die 1,30-Marke gefallen, 1,30% Marke genauer gesagt, tiefster Stand seit Februar diesen Jahres, nee, nicht mal Februar, sondern Februar 2019, also schon eine ganze Zeit lang her. Und wir sehen vor allem, dass die Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen der 2-jährigen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe eben auch sehr, sehr tief sind. Nicht Februar 19, sondern 19. Februar muss das hier heißen. Also nochmal gesagt, wir haben die geringsten Spreads, die Rendite Kurve, die wird also nicht steiler, sondern sie verflacht zusehends wieder. Normal ist eine Versteilerung einer Zinskurve, also wenn die länger laufenden Anleihen deutlich höher rentieren als die kürzer laufenden, ein gutes Zeichen in Sachen Wirtschaft ist in Ordnung, alles gut. Wenn die ganze Geschichte andersrum läuft, dann deutet das eher auf eine Rezession. Man hat dann teilweise eine inverse Zinskurve, dann sind sogar die länger laufenden Anleihen niedriger rentiert als die kürzer laufenden, weil man eben perspektivisch eine Rezession erwartet. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist auf jeden Fall eine Flucht in den sicheren Hafen, das haben wir beim Yen gesehen, wir sehen das in vielen Bereichen, jetzt auch bei Staatsanleihen, auch die europäischen Staatsanleihen, Renditen sind weiter gefallen. Normalerweise jetzt nicht das Inflation, indem dann die Inflation weiter anspringt, indem die Nachfrage weiter robust ist, die Wirtschaft brummt. Also all das passt nicht zusammen, und wir sehen, dass manche das geahnt haben offenkundig. In der letzten Woche sind wieder massiv Gelder in Staatsanleihen-ETFs geflossen. Und zwar in der letzten Woche so viel wie im gesamten Jahr bisher nicht. Also da haben wir immense Zuflüsse, da sieht man, dass also manche Dickfische offenkundig hier schon umgesteuert haben, das Schiff schon jetzt vor dieser Woche. Also Geld gepackt haben, wieder in Staatsanleihen, als Zeichen der Risikoaversion, als Zeichen der Flucht in die Sicherheit. Vielleicht ein Punkt ist Asien. Wir sehen ja, dass die Konjunkturdaten in Asien nicht mehr so toll sind. Beispiel chinesischer Einkaufsmanager-Index, der ja sich gerade noch über der 50er-Marke hat halten können. Kaixin Einkaufsmanager-Index Dienstleistung. Aber wir sehen zum Beispiel, dass in Vietnam Ho Chi Minh-Stadt hier Coronavirus-Outbreaks hat. Lockdown verhängt, dass man seitens der Pekinger Machthaber im Reich der Mitte überlegt, jetzt vielleicht hier die Einlageanforderungen für Banken zu senken, um wieder ein bisschen Geld in die Wirtschaft zu pumpen, weil man schlichtweg sieht, dass die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft. Also wir sehen Gegenwind in Asien, das haben wir in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, nicht nur in China, sondern in vielen Bereichen, Thailand, Vietnam etc., dass da schon nicht mehr wirklich die Musik so spielt, dass da die Musik deutlich leiser geworden ist. Vielleicht antizipieren die Märkte eben diesen Kreditimpuls. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Preise, die Inflation, die wir jetzt in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen haben, im Grunde von den Break-Evens vorweggenommen wurden, also von den Märkten, die die Inflationserwartungen handeln. Das ist ziemlich parallel gelaufen, scheint aber jetzt nach unten zu gehen. Was darauf hinhalten konnte, dass die Inflation vielleicht doch nicht so stark wird. Weiß man es, weil die Wirtschaft nicht so stark ist, oder vielleicht bleibt die Inflation trotzdem hoch und die Wirtschaft wird schwächer, also das Stagflationsszenario, vor dem sich viele fürchten. Große Frage, wir sehen zum Beispiel nochmal einen Blick auf die USA-Kreditvergabe.
Commercial und Industrial Loans, also wirklich die breite Palette von Kreditvergaben an Firmen, an die Industrie, an private Kunden seitens der Banken. Da sind wir jetzt wieder rückläufig gewesen, 2,5 Billionen. Wir erholen uns also nicht so wirklich in Sachen Kreditvergabe, und damit ist eigentlich das, was die Fed erreichen wollte mit diesem QE, mit der Lockerung der Geldpolitik, nämlich die Kreditvergabe zu stimulieren, anzuheizen, ist nicht wirklich gelungen. Apropos FED, heute ja das FOMC-Protokoll, da darf man gespannt sein, was da dann inzwischen rein interpretiert wurde. Das ist ja ein redaktioneller Prozess, da gibt es also eine Redaktion, da fließen dann mental auch die Reden von FED-Mitgliedern ein, die nach der Sitzung gehalten wurden. Das ist also ein Konstrukt, das muss man sich klar machen, dass da also nicht wirklich frei von der Leber hier mitgeschrieben wird, das hat der gesagt, sondern das ist im Grunde jetzt der derzeitige Stand der Dinge. Wir hatten nach der letzten FED-Sitzung, die ja sehr hawkisch war und die Märkte erschreckt hatte, ja viele Aussagen von FED-Mitgliedern, die gesagt haben, ach, entspannt euch mal, so haben wir es doch nicht gemeint, und das dürfte dann in diesem FOMC-Protokoll auch irgendwie aufscheinen. Aber die FED eben hat jetzt ein kleines Problem. Was kann man tun, wenn letztendlich hier dieser Taper-Talk Gestalt annimmt? Hier sagt Andreas Deno Larsen, der sich schon auf das Halbfinale heute freut, Dänemark gegen England, als Däne, der sagte, also im September wird es dann verkündet, dass man tapert, dass man also hier die Anleihenkäufe etwas reduziert. Und da würde er empfehlen, länger laufende Staatsanleihen zu kaufen, um sich dagegen abzusichern. Tapering ist normalerweise bullish. Die Renditen steigen normalerweise, wenn eben getapert wird. Und Renditen, Inflation, das ist das Thema, das morgen in dem neuen Format Boom und Bust besprochen wird ab 18.30 Uhr. Da können Sie Fragen stellen, was würde Sie interessieren, welche Themen brennen Ihnen auf den Nägeln. Wie gesagt, das Thema ist Inflation, das Inflationsgespenst ist zurück, wo ich mit Roland Ulrich ein bisschen tiefer gehen kann und wir uns die Sache historisch anschauen. Wo stehen wir gerade, was ist wahrscheinlich, was wird da passieren, was wäre vielleicht das beste Investment, welche Investment oder in welche Assetklassen sollte man, wenn man Inflation erwartet, besser investieren, in welche nicht. Das wollen wir alles besprechen mit Roland Ulrich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie da Anregungen haben, Fragen haben, schreiben Sie es runter bei Finanzmarktwelt in die Kommentare, schreiben Sie es bei YouTube, wo auch immer. Hinterlassen Sie da Ihre Spuren, geben Sie uns Anregungen, seien Sie dabei. Wir wollen mit den Leuten einfach ein bisschen interagieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und freue mich, wenn Sie morgen 18.30 Uhr dann wirklich dabei sind. Ich bin schon ein bisschen nervös. Bis dann. Servus. Ciao.